Heldinnen und Helden da draußen. Heute habe ich die Nicola als Gast und worüber wir heute sprechen werden, lasst euch überraschen. An der Stelle schweige und genieße ich und übergebe ganz kurz an dich, damit du dich kurz vorstellen kannst. Hallo, schön, dass ich da sein kann. Mein Name ist Nicola Schmidt. Ich bin Autorin von einigen Büchern zum Thema Kinder und bin selber Mutter von zwei Kindern. Ich bin ausgebildete Sozialwissenschaftlerin, beschäftige mich seit mittlerweile 12 Jahren mit mentaler Gesundheit in der frühen Kindheit. Wow, dann lass uns doch mal direkt einsteigen. Ich werfe jetzt mal ein Wort in die Mitte, das in den letzten Jahren für viel Furore gesorgt hat, aber irgendwie gar nicht klar greifbar ist. Und zwar das Wort Bindung. Was ist denn überhaupt Bindung? Was bedeutet Bindung für dich? Und woran kannst du ganz konkret vielleicht sogar im Lebensalltag aus der Familie oder auch im pädagogischen Kontext beschreiben, was Bindung bedeutet? Naja, grundsätzlich ist Bindung hat ja sozusagen zwei Dimensionen. Du hast ja im Prinzip die psychologische Dimension in der Bindungstheorie und quasi die Alltagsdimension von Bindung. Die Bindungstheorie, da geht es um Erkenntnisse aus Entwicklungspsychologie und der Bindungsforschung. Und das kommt ursprünglich daher, dass der wunderbare Herr Harlow nach dem Zweiten Weltkrieg einen Versuch gestartet hat, als er nämlich sich dachte, er bräuchte für seine Untersuchung möglichst keimfreie Rhesusaffenbabys. Mhm. Und deswegen hat er die Rhesusaffenbabys direkt nach der Geburt von der Mutter getrennt, weil er sie nicht mit Bakterien und anderen Keimen verunreinigen wollte und wollte sie aufziehen, um damit Versuche zu machen. Und er hat festgestellt, komisch, obwohl die saubere Käfige haben, jeden Tag Fressen kriegen, die werden total verhaltensgestört. Und da hat man sich zum ersten Mal gefragt, wissenschaftlich, warum? Also die haben doch alles. Und diesen Versuch hatte ja ein paar Jahrzehnte vorher schon ein preußischer König gemacht, der sich ja mal gefragt hatte, was ist eigentlich die Ursprache des Menschen? Und hat Waisenkinder genommen und von Fachkrankenschwestern aufziehen lassen, die mit den Kindern nicht sprechen durften. Die durften die nur sauber, trockenlegen nannte man das damals, sauber halten und füttern. Und oh Wunder, die meisten dieser Kinder verstarben. Die, die es überlebt haben, sind auch völlig verhaltensgestört gewesen, haben sich nicht entwickelt, sind irgendwann gestorben. Hm. So, und aus diesen beiden eigentlich relativ gruseligen Experimenten hat dann der Harlow festgestellt, vielleicht braucht ein kleines Säugetier doch mehr als Futter und einen sauberen Käfig. Hm. Und hat dann die berühmten Harlow-Affen-Experimente gemacht. Und aus diesen Experimenten ist im Prinzip die Bindungstheorie entstanden, die sich ja anders als die Behavioristen zum Beispiel mit Gefühlen beschäftigt. Die Behavioristen sagen, wir wollen im Verhalten nur das bewerten und nur mit dem arbeiten, was man messen kann. Mhm. Wie oft geht das Kind aufs Klo? Wie oft macht es die Augen auf? Reagiert es auf ein Lob oder auf eine Strafe? Diese Technik der Behavioristen war ursprünglich für Hunde und Zirkustiere entwickelt worden. Und die hat man auf Menschen übertragen, weil man gemerkt hat, cool, wenn man Kinder schlägt, dann reagieren die. Und wenn man ihnen Bonbons gibt, reagieren die auch. Die Bindungstheoretiker haben gesagt, ja, wenn man die Kinder schlägt, dann tun die, was sie sollen. Aber das mit den Gefühlen, das ist da gar nicht einberechnet. Die Schäden, die man anrichtet in der Seele der Kinder, die sind in dieser behavioristischen Theorie gar nicht einberechnet. Die Kinder funktionieren, aber die sind in der Seele kaputt. Da sagen die Behavioristen, naja, also bitte Seele! Der berühmte Forscher Dr. Röntgen hat gesagt, ich habe tausende von Leichen seziert, eine Seele habe ich nicht gefunden. Also gibt es keine Seele. Und das ist natürlich Quatsch. Wir wissen alle, dass es Gefühle gibt, dass es eine Seele gibt. Aber das zu beweisen, das wissenschaftlich zu untermauern, dafür ist die Entwicklungspsychologie und die Bindungstheorie zuständig. Und das sind die Geschichten, an die ich denke, wenn ich das Wort Bindung höre. Und ich bin sehr froh, dass wir heute zwar immer noch keine Seele finden, wenn wir einen toten Menschen sezieren, dass wir uns aber sehr wohl um die Seele oder um den Fachbegriff zu verwenden, um die mentale Gesundheit von Menschen kümmern heutzutage. Das war ein wahnsinnig spannender Ausflug und ich danke dir auch für diese kleine Reise, auch diese historische Reise und auch die wissenschaftliche Reise. Lass uns mal versuchen, das Ganze in unsere Alltagsrealität umzusetzen. Jetzt bin ich vielleicht Vater und kann sagen, Bindung habe ich auch. Also mein Kind kennt den Namen, meinen Namen, kann Papa sagen, mein Kind, wenn es weint, kommt es zu mir, ist doch alles gut. Ist doch mal ein gutes Zeichen. Da, ne? Und die Pädagogin in der Kita oder in der Schule könnte auch sagen, hier, Bindung ist doch klar. Also das Kind hat Probleme, es kommt zu mir. Es weint und es kommt zu mir. Ist doch, die Bindung ist doch da.
ist so einfach ist es wahrscheinlich nicht. Was bedeutet denn Bindung für dich zum Beispiel konkret im Alltag? Naja, also im Prinzip ist Bindung eine relativ komplexe Sache. Es gibt einen sehr umstrittenen Test, den Mary Ainsworth mal entwickelt hat, eine Bindungsforscherin, eine große. Und Ainsworth hat diesen Strange Situation Test entwickelt. Und damit sollte man Kindern zwischen 1,5 und 2 Jahren in eine bestimmte wissenschaftlich abgesicherte Situation bringen und durch ihr Verhalten in dieser Situation, sie sind mit der Mutter in einem Raum, die Mutter verlässt den Raum, eine fremde Person kommt, die fremde Person geht wieder, die Mutter kommt wieder. Und je nachdem, wie das Kind auf diese Wechsel reagiert, wollte man festlegen können, wie die Bindung der Kinder ist. Mittlerweile ist das ein sehr umstrittener Test, aber immer noch ein sehr interessanter. Also es ist immer noch interessant zu sehen, wie reagieren Kinder eigentlich, wenn die primäre Bindungsperson sich entfernt. Und ein Zeichen von Bindung ist durchaus, dass ein Kind, also weiß nicht, alle meine Kinder hier im Dorf, die ja quasi auch mit als meine Kinder aufwachsen, eine davon, die hat gerade mit uns heute Hausaufgaben gemacht und bei uns geschlafen und so, wenn die sich wehtut, dann kommt die zu mir. Und sie lässt sich auch körperlich von mir in den Arm nehmen und trösten. Dieses Kind hat eine Bindung an mich. Wir haben andere Kinder, oder ich habe schon andere Kinder gesehen, die, wenn sie in Not sind, überhaupt niemanden an sich ranlassen. Wir sehen Kinder, die, wenn ihre Bindungsperson zurückkommt, die Bindungsperson wegschieben oder ignorieren. Und es gibt nicht keine Bindung. Also es gibt keine Definition von keine Bindung, weil ein Homo sapiens, der keine Bindung hat, ist eigentlich tot. Das ist sehr, 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 sehr selten. Aber wir haben unterschiedliche Formen von Bindung. Also wir haben desorientierte, desorganisierte, ambivalente, sichere, unsichere Bindungen und so weiter. Und deswegen Bindung im Alltag heißt eigentlich wissenschaftlich gesprochen, dass wir eine irgendwie geartete Form von Verbindung zwischen zwei Menschen haben, die durch gemeinsam verbrachte Zeit und effektiv abgelaufene soziale Interaktionen oder auch ineffektiv abgelaufene soziale Interaktionen konstituiert wird. Aber für uns, ich sag mal, für den Hausgebrauch von uns Eltern bedeutet Bindung einfach das Gefühl, was ich zu einem Kind habe. Also eine Mutter muss nicht Entwicklungspsychologie studiert haben, um zu sagen, zu diesem Kind habe ich eine bessere Bindung als zu diesem, weil dieses Kind, das war von Anfang an schwierig mit uns beiden und da habe ich ein anderes Kind. Und es ist in jeder Familie so, dass die Eltern sagen, naja, mit dem Kind kann ich besser. Das heißt oft, ich habe eine engere Bindung an dieses Kind. Das ist auch gar nicht verwerflich, ist total menschlich. Wichtig ist nur, dass wir darauf achten, wie gehen wir mit den Kindern um? Weil ich bin ja ein Homo sapiens, bin ja keine Graugans. Wenn ich eine Graugans bin und ich schlüpfe und das Erste, was ich sehe, ist Konrad Lorenz, dann denke ich, wow, Konrad Lorenz, meine Mama. Und dann gehe ich da hinterher. Als Homo sapiens ist glücklicherweise nicht so. Ich kann als Homo sapiens immer wieder Bindung neu erschaffen, Bindung stärken. Ich kann Bindung auch zerstören. Aber ich kann, wenn ich merke, zu dem einen Kind habe ich eine weniger gute Bindung als zum anderen, kann ich was dafür tun. Wenn ich merke, mein Kind hat keine Bindung an die Erzieherin, dann kann ich sagen, mich auf den Rücken legen und weinen und sagen, alles doof gelaufen. Oder ich kann sagen, gut, lass uns gucken, wie wir Bindung durch positiv und effektiv ablaufende soziale Interaktion schaffen können. Und manchmal klappt das, manchmal klappt das nicht, weil halt, entgegen der Behavioristen, Kinder nicht einfach funktionieren und man nur bestimmte verhaltenstherapeutische Knöpfe drücken muss und dann geht das schon mit der Zuneigung. Es gibt Kinder, die mögen einfach bestimmte Erzieher oder Erzieherinnen nicht und da können wir uns auf den Kopf stellen, da ist nichts mit Bindung. Und es gibt Kinder, ich habe selbst so einen Sohn, der ist ja sehr, sehr schnell, der hatte eine Erzieherin, der hat die gesehen, zack, das war lieber auf den ersten Blick. Da musste man überhaupt nicht, die haben sich von ganz alleine aneinander gebunden. Und das heißt, wir müssen einfach gucken, wie können wir das unterstützen und wo sind vielleicht auch die Grenzen unserer Kontrolle, was Bindung angeht. Weil ich meine, du und ich, wir verlieben uns auch halt irgendwie aus dem Bauch raus. Und nicht, weil jemand sagt, das ist ein perfekter Mensch, da solltest du dich mal dran binden. Was ich sehr spannend finde, ist, wenn wir vielleicht mal ganz kurz darüber sprechen, was für eine Basis vielleicht auch Bindung braucht. Weil du weißt ja, große Worte wie das Wort Bindung können ja auch unterschiedlich interpretiert werden. Und jeder kann der Meinung sein, er hat Bindung und Bindung, ganz, ganz wichtig, aber vielleicht interpretiert das jeder ganz anders. Lass uns doch mal ein Stück weit gucken, wie hat sich das denn in den letzten Jahren auch mit unseren Familien entwickelt. Ich habe jetzt über 18 Jahre mittlerweile in Kitas gearbeitet und habe einen relativ guten Blick, weil ich deutschlandweit viel rumkomme, darauf, wie sich die Dinge so entwickeln. Und ich sehe, dass sich gerade die Krippen von den Öffnungszeiten erweitern und dass auch gerade die Stunden, die tägliche Betreuung in den Krippen immer weiter steigt, von 6 auf 8, von 8 auf 10 oder sogar 11 Stunden am Tag
werden Kinder gerade ab 6 Monaten schon betreut. Und ich sehe das als große Herausforderung und möchte gerne mit dir gemeinsam versuchen zu klären, was es denn braucht, um eine gesunde Bindung aufzubauen. Weil ich sehe auch viele Eltern, die ihr Kind früh in die Krippe geben, aber ein Stück weit irgendwie auch darunter leiden. Die spüren, dass das irgendwie gerade nicht das ist, was sie wollen, aber es sind irgendwie auch gedrängt dazu, etwas anderes zu tun, als das, was sie vielleicht vom Bauch her wollen. Hast du vielleicht ein paar Ideen und Gedanken dazu, zu diesem Thema, aber auch zu dem Thema, was ist die Basis von Bindung, was brauchen wir? Weil ja auch die Kitas nicht immer die Rahmenbedingungen haben, bei 2 Kollegen auf 12 U3-Kindern. Wie kann man da Bindung aufbauen? Was braucht es? Wir müssen unterscheiden zwischen der Bindung, der primären Bindungsperson, was in der Regel die leibliche Mutter ist, so sie denn vorhanden und verfügbar ist, und der Bindung an sekundäre und weitere Bindungspersonen. Mhm. Wir gehen davon aus, dass der kleine Homo sapiens sich an mindestens 5, manche sagen sogar 10 Personen binden kann. Mhm. Macht auch total Sinn. Also die wunderbare Sobhon Fousoumé, die ja in einem kleinen Dorf in dem wunderbaren Kontinent Afrika groß geworden ist, die hat mal erzählt, dass sie bis sie 6 Jahre alt war, gar nicht wusste, dass sie eine leibliche Mutter hat. Das Konzept leibliche Mutter gab es in ihrer Kultur nicht. Sie wurde von allen Frauen des Dorfes gefüttert, gestillt, getragen, getröstet. Und ihr war überhaupt nicht klar, dass nicht alle Frauen im Dorf ihre Mutter sind, so wie sie das immer empfunden hatte, dass alle ihre Großmutter und Mütter sind, sondern dass es eine leibliche Mutter gibt. Also es ist eine sehr kulturelle Sache, diese Idee von, es gibt nur die leibliche Mutter und nur die kann die Hauptbindung an das Kind haben. So in unserer Kultur ist es aber so. Wir leben relativ isoliert und wir leben auch schon relativ lange mit dieser komischen Idee von der Kleinfamilie und dieser wahnwitzigen Idee von der Mutter, die alles für das Kind sein muss. So, wenn wir davon ausgehen, von diesem Bild, und dieses Bild wird sehr früh geprägt. Also es ist ja so, dass mit dem ganz kleinen Säugling die ersten Monate, also wenn wir sagen, das Kind kommt mit 6 Monaten in die Krippe, in der Zeit hat sich in der Regel hauptsächlich die Mutter um das Kind gekümmert und sie war auch noch viel mit dem Kind alleine. Mhm. Sie sind oft allein zu Hause, Papa geht arbeiten oder ist gar nicht da. Vielleicht ist noch im Idealfall die Großmutter da oder irgendeine Freundin, die ein paar Mal kommt. Aber in der Regel ist es eine 1:1, eine Diade, ne? 2 Personen. Bowlby, der Entwicklungsforscher Bowlby, ist sehr stark davon ausgegangen, dass es nur diese Diade geben kann und dass diese Diade überlebenswichtig ist. Das hatte aber damit zu tun, dass Bowlby von seiner Biografie her selber ein Thema mit Mutter hatte. Bowlby hatte selber nicht genug Mutter gekriegt, deswegen war für ihn es so wichtig zu erklären und zu sagen, die Mutter ist so wichtig, wir brauchen diese Mütter. Und er hat ja auch recht, nur in dieser Exklusivität, in der Bowlby das gebaut hat, stimmte das nicht. Das Doofe ist, die andere Seite von der Erkenntnis, dass diese exklusive Diade nicht stimmt, ist, na super, da können wir die Kinder ja überall hingeben, zu jeder Zeit und in jedem Alter und egal wie lange. Ja. So, und was wir jetzt wissen ist, aus der großen amerikanischen Krippenstudie, dass man ganz pauschal sagen kann, je kleiner die Kinder sind und desto länger sie in der Krippe sind, desto größer ist die Wahrscheinlichkeit, das Risiko für Verhaltensstörungen. So, das ist aber super pauschal. Warum? Es kommt total darauf an. Ich habe eine Nachbarin, mit der habe ich gerade gestern 1 Stunde Hühnermeditation gemacht. Wir haben bei ihr gesessen und ihre Hühner angeguckt. Der würde ich jedes 6 Monate alte Baby auch 8 Stunden geben und dieses Kind würde überhaupt keine Schäden davon tragen. Das ist eine wunderbare, empathische, warmherzige Frau. Alle Kinder, also die hat auch meine Kinder gehütet, als sie klein waren. Jedes Kind, was von dieser Frau großgezogen wird, kann sich glücklich schätzen, dass es dort ist. Das ist die wunderbarste Betreuung, die man sich denken kann. Und es ist durchaus denkbar, dass Kinder, die aus einem schwierigen Haushalt kommen, mit finanziellen Problemen, mit Stress, mit einer Mutter, die selber nicht so bindungsfähig ist, von so einer Frau total profitieren. Ich habe 2 andere Kinder in meiner Umgebung. Die Mutter, die ist total lieb, aber die ist super gestresst und sie fördert die Kinder überhaupt nicht. Also die sind, ja, man muss sagen, die sind sozusagen intellektuell ein Stück weit vernachlässigt. Die Kleine müsste jetzt in die Schule kommen, aber die kann nicht rechnen, die hat noch nicht schreiben gelernt und so weiter. Für diese Kinder ist eine Betreuung in der Kita total großartig. Die Mutter ist nicht so gestresst und ist viel liebevoller zu den Kindern, wenn die 4 abholt. Die Kinder kriegen in der Kita eine Förderung und eine liebevolle Betreuung. Die gehen da gerne hin, die haben tolle Kita-Erzieher, alle schick. Wenn ich aber die Situation habe, die Situation habe ich an ganz, ganz vielen anderen Stellen in diesem Land, dass ich ein Baby habe, das eine eigentlich total entspannte, hinreißende Mama hat, die jetzt aber glaubt, sie müsse arbeiten gehen oder arbeiten gehen muss, warum auch immer.
Und die dann das Kind in eine überfüllte Krippe gibt, wo auch Erzieher, was wir in Deutschland oft häufig haben, die für U3 nicht ausgebildet sind. Ne, wir haben haufenweise U3-Krippen, aber die meisten Erzieher sind dafür gar nicht ausgebildet. Ja. Die meisten Erzieherschulen haben U3 nur in einem ganz, 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 ganz kleinen Teil dessen, was die Leute lernen. Das heißt, die Bedürfnisse von U3-Kindern sind dort gar nicht bekannt. Ne, die brauchen keine Förderung, die brauchen Körperkontakt, die brauchen Zuwendung, die brauchen prompte Reaktionen, die brauchen sofortiges Versorgtwerden, die brauchen Wärme, die brauchen menschliche Nähe, die brauchen Gerüche, die brauchen angefasst werden. Yes! Okay, die brauchen mehr als sauber sein, wissen wir ja seit Hallo. Also wenn ich dort dieses Kind hingehe, dann riskiere ich, dass diese Erzieherin damit überfordert ist. Und jetzt mal ehrlich, also wenn ich 3 6 Monate alte Babys hier hätte, wäre ich am Rande eines Nervenzusammenbruchs. Also keine Chance, niemals, war mit einem schon, sind die meisten Mütter total ausgelastet. So, das heißt, wenn ich in einen schlechten Betreuungsschlüssel, in einer Krippe mit schlechter Qualität, im Sinne von die Erzieher werden nicht gut unterstützt, die sind nicht gut ausgebildet, die haben nicht genug Personal. Der Personalschlüssel heißt 3 auf 12, aber von den 3 ist einer Praktikant, einer FSJler und der andere ist 3-mal im Jahr im Urlaub. Das ist kein bindungsfreundlicher Personalschlüssel. Ja. Also wenn ich dann da die Kinder hingehe, dann habe ich plötzlich ein Problem. Ne? Und dann sehen wir in der Tat die Frage, wie können wir die Bindungsfähigkeit dieser Kinder erhalten? Naja, die Antwort lautet, die Situation, die wir dann oft haben, ist, die Eltern arbeiten den ganzen Tag. Und wenn die das Kind zurückkriegen, müssen die noch putzen, einkaufen, aufräumen, Termine erledigen und abends ins Bett fallen. Und morgens müssen die wieder funktionieren. Das heißt, die Zeit, die die eigentlich dafür bräuchten, um jetzt Bonding mit ihren Kindern zu machen, also Kind nehmen, nicht mit dem Auto nach Hause, sondern mit den öffentlichen Verkehrsmitteln, Kind an den Körper, nach Hause, Ruhe, kuscheln, angucken, lachen. Ne? Also ich habe hier, warte mal, ich habe hier meinen kleinen Yunus. Ne? Also Mütter mit so kleinen Kindern, also ist jetzt eine Frühgeburt, der kleine Yunus, der hat nur 2300 Gramm, weil er sich dann besser durch die Gegend tragen lässt. Ne? Aber ich habe den Großteil, mein erstes Jahr mit meinen beiden Kindern haben wir den Großteil so verbracht. Was? Ach so, was? Ja, wir kommen gleich. Ne? Das ist das, was die brauchen. Das ist das, was die bräuchten nach so einem Tag. Kuscheln, aneinander kleben, einander angucken, einander toll finden. That's it. Okay? Aber das können die Eltern ja gar nicht leisten. Die müssen ja ihren ganzen Alltag noch bewältigen. Mhm. Und da kippt das System. Der kleine Yunus hat überhaupt kein Problem damit, ob der jetzt von Esme oder von Christine oder von Nicola oder von Anna oder von Jelly oder von Andra betreut wird. Da hat Yunus kein Ding mit, wenn die alle da sind und für ihn da sind. Und wenn er immer wieder, wenn er Stress hat, zur leiblichen Mutter zurückkommt. Und es ist in der Tat so, dass sehr, sehr kleine Babys in der Tat davon profitieren, wenn sie Körperkontakt mit der leiblichen Mutter haben, also mit der Mutter, die sie ausgetragen hat, oder mit der Hauptbezugsperson, die die meiste Zeit verbringt. Und wenn du jetzt fragst, was könnte man tun? Wir müssen Erzieher besser ausbilden, besser ausstatten, kleinere Gruppen für so kleine Kinder. Wir müssen Erziehern die Möglichkeit geben, zu verstehen, dass diese Kinder Körperkontakt brauchen und das auch zu geben. Also ich bilde ganz viele Tagesmütter auf, die sagen, ja, ich habe 5 unter 3-Jährige. 5! Wie stellst du dir das vor? Und die Antwort lautet, ich weiß es nicht, es ist nicht artgerecht. Ja. Und wir müssen Eltern die Möglichkeit geben, wenn sie diese kleinen Mäuse, oder diese etwas größeren Mäuse als du, mein Schatz, wenn sie diese kleinen Mäuse dann abholen, dann müssten sie sich eigentlich nur noch mit ihren Kindern in die Hängematte legen müssen. Und am liebsten sollte dann, weiß ich nicht, staatlich finanziert jemand den Haushalt machen, einkaufen, putzen, weiß der Geier, damit diese Eltern mit den Kindern bonden können. Deswegen empfehle ich allen meinen Müttern, macht das so wie ich. Ihr seht es da hinten, bei uns sieht es gerne mal aus wie Sau. Meine Kinder sind 9 und 12 Jahre alt, aber die brauchen immer noch abends Mama. Die müssen immer noch nachmittags kuscheln auf dem Sofa liegen. Dann wird halt nicht geputzt. Aber nicht einkaufen, da wird es schon schwieriger. Ne? Weil essen müssen alle. Ja. Und da, denke ich, ist so ein interessanter gesellschaftlicher Punkt, wie lange lassen wir Eltern uns das noch bieten? Wie lange lassen wir uns das noch bieten, dass die Krippen miserabel sind? Wie lange lassen wir es noch bieten, dass die wichtigsten Leute in diesem Land unterbezahlt sind? Ja. Wie lange lassen wir uns das noch bieten, dass wir keine Zeit für diese Entwicklung dieser kleinen Wesen haben, weil seine ersten 1000 Tage prägen ihn fürs ganze Leben. Und zwar sowohl sein Herz als auch seinen Stoffwechsel, ob er Diabetes kriegt, ob er dement wird, ob er übergewichtig wird, ob er depressiv wird. Die ersten 1000 Tage, da wird es geprägt. Hm. Und wie lange können wir uns das als Gesellschaft noch leisten, zu sagen, naja, das kriegen die Eltern schon irgendwie hin. Ja. Statt zu sagen,
nee, das ist wichtig, wir müssen das jetzt unterstützen. Ich grätsch da mal rein, Nicola, weil du das, was du da sagst, da bin ich voll und ganz bei dir. Und ich glaube, dass du jetzt auch so einen imaginären Applaus gerade bekommst von denen, die das Video später gucken werden. Ganz wichtig ist, lass uns mal eine Perspektive nochmal beleuchten, nämlich die Verantwortung. Du sagst, wie lange lassen wir Eltern uns das noch bieten? Das ist die eine Form der Wahrheit. Es gibt ja viele verschiedene Wahrheiten, wie du das eben auch schon mal schön ausgedrückt hast. Die andere ist, Eltern wissen ja oft gar nicht, was bedeutet Bindung. Eltern haben oft gar kein professionelles Gefühl für, wie kann ich die Bindung zu meinem Kind intensivieren. Eltern sind auch oft überlastet, haben jede Menge Einwirkungen und Auswirkungen von der Außenwelt, von der Innenwelt. Wie können wir Fachkräfte, aber wie können wir Experten da draußen vielleicht Eltern auch aufklären? Braucht es nicht auch Aufklärung, damit Eltern in die Kraft kommen, etwas verändern zu wollen? Also ich widerspreche dir nicht gerne, aber meine Erfahrung mit Eltern ist, dass Eltern, die nicht selber total bindungsgestört sind, ein sehr gutes Gefühl für Bindung haben und die wissen, wann es falsch ist. Die wissen, dass es nicht okay ist, die kleine Anna in den Kindergarten zu gehen, wenn sie morgens weint. Die wissen, die spüren, dass sich die kleine Elsa nicht gut fühlt. Die spüren, dass der kleine Kevin eigentlich mehr braucht, weniger kriegt, als er braucht. So, ich glaube, was wir vor allen Dingen machen müssen, ist, wir müssen den Eltern wieder klar machen, das ist wichtig. Dieses Gefühl ist richtig. Und das ist wichtig, dass die Kinder kriegen, was sie brauchen. Die laufen nicht so nebenher, wie man es euch erzählt hat, als ihr schwanger wart. Oh, super, nach 6 Monaten läuft das so nebenher, das Kind. Manche Kinder laufen nebenher. Wie die sich dann entwickeln, hat noch keiner erforscht. Aber die meisten Kinder laufen nicht nebenher. Das heißt, als Fachkräfte ist es wichtig, dass wir unseren Eltern sagen, wenn es sich falsch anfühlt, ist es falsch. Und wie kannst du mit deinem Kind die Bindung stärken? Wie kannst du deinem Kind stärken? Die Antwort lautet wirklich, sie ist völlig banal. Sie lautet Zeit und Körperkontakt. Und das heißt nicht nur so, wenn die so klein sind, sondern Zeit und Körperkontakt gilt eigentlich, bis die 16, 17 sind. Also gerade große Kinder werden oft körperkontaktmäßig so ab 6, zwischen 6 und 10 reißt es oft ab, dass die Kinder keinen Körperkontakt mehr kriegen, dass sie nicht mehr in den Arm genommen werden, jeden Tag, dass sie nicht mehr in den Schlaf gekrault werden, dass sie nicht mehr getröstet werden, wenn sie weinen müssen, so lange, bis sie sich ausgeweint haben. Und was machen wir dann? Wir gehen mit 40 in Selbsterfahrungsseminare und zum Therapeuten, damit uns einer den Arm nimmt, wenn wir heulen. What the fuck? So, das heißt, wir müssen unseren Eltern wieder sagen, ihr seid wichtig, eure Kinder sind wichtig, dieses Gefühl ist richtig, nehmt euch die Zeit, nehmt euch die Freiheit dazu und Körperkontakt, Augenkontakt, Körperkontakt, Zeit. Spielt mit euren Kindern und zwar nicht, bringt ihnen was bei. Spielt kindzentriert mit den großen Kindern, kuschelt mit den großen Kindern, legt euch abends mit zu ihnen ins Bett, bis sie 10 sind und wenn sie das wünschen. Und kuschelt sie in den Schlaf. Und die Eltern sagen, was? Die soll noch mit 6 Monaten durchschlafen. Einfach lautet, naja. Oder alleine schlafen. Wenn wir behavioristisch kleine funktionierende Wesen haben wollen, dann ja. Wenn ihr kreative, mental stabile Leute haben wollt, legt euch mit hin. Wann immer es geht. Also ich finde, Eltern müssten bestärkt werden, zu sagen, dass diese Dinge, diese ganz basalen Dinge, ich nehme dich in den Arm, ich gucke dich an, ich rede mit dir und ich rede nicht so mit dir. Ja, ich höre dich, Kleiner. Ja, dann guck doch mal gleich, sondern ich rede mit dir. Du bist wichtig. Wenn du heute nicht in die Kita gehen kannst, dann gehen wir wieder nach Hause und ich rufe meinem Chef an und sage, das Kind ist krank. Es kann nicht. Und dafür musst du nicht 40 Fieber haben, damit du zu Hause bleiben kannst, sondern es reicht, wenn du sagst, Mama, ich kann nicht, ich will nicht. Wenn du Angst vor der Schule hast, gehe ich hin und sage, stopp, so können sie mit meinem Kind nicht umgehen. Ne, wenn ich merke, dass das Kind schlechter ist, wenn es Augenkontakt vermeidet, dann nehme ich die Kinder wieder nach Hause und finde andere Wege. Aber dann, Nicola, sag mir doch mal. Wenn wir Eltern darin bestärken können, dann haben wir total viel gewonnen. Da bin ich ganz bei dir und ich bin ein bisschen beharrlich, weil ich die Welt tatsächlich seit 15 oder 18 Jahren ein bisschen anders sehe aus der Kita-Perspektive. Da haben wir viele Eltern, die ihre Kinder tatsächlich krank in die Kita bringen oder dann kriegen die Kinder ein Zäpfchen noch, damit die durchhalten ein paar Stunden. Eine Runde Paracetamol, das reicht bis um 3. Genau, richtig. Da gibt es so ein Gläschen Sacrotan zum Frühstück und dann ist das Kind fertig für die Kita oder die Krippe. Ich bin sowas von bei dir, wenn du das sagst. Aber die Realität zeigt auch viele Eltern, die es nicht schaffen, Prioritäten für sich zu klären, die es noch nicht schaffen, in diese Kraft zu kommen, von der du gerade sprichst. Und die dann sagen, nee, ich gebe mein Kind den ganzen Tag ab. Nee, ich gebe das Kind auch ab,
ab, wenn es krank ist. Und wenn ich dann das Kind abhole um 17 Uhr, dann habe ich bestimmt nicht noch Bock, hier einen auf Bespielung zu machen. Dann bin ich selber angestrengt und gestresst, dann gehe ich nach Hause, da gibt's Abendessen, geht's ab ins Bett, am besten bei einem Jahr noch ins eigene Zimmer nachts. Und irgendwann weint sich das Baby dann in Schlaf oder das Kind und es gewöhnt sich schon daran. Wie können wir denn solchen Eltern auf Elternabenden begegnen? Wie können wir solche Eltern auch mit begleiten auf diesem Weg, in diese Bindung, in diese Beziehung zu kommen, die du gerade so wunderbar beschrieben hast? Naja, weißt du, Andreas, das Problem ist, wenn ich so handle, was habe ich dann erlebt? Was hat mich geprägt? Geht's um Biografie? Mir hat es doch auch nicht geschadet. Mhm. Wenn du diesen Eltern mit Argumenten kommst und sagst, das ist schlecht für die Bindung, dann machst du ihnen schlechtes Gewissen, aber du kannst ja ihre Struktur damit nicht verändern. Ja. Womit ich sehr gute Erfahrungen habe, ist, gib den Eltern, die es anders wollen, die Erlaubnis, es anders zu tun. Mhm. Unterstützt die Eltern, die sich dafür interessieren, darin schuldfrei Dinge zu erfahren, die vielleicht neu für sie sind. Und die Eltern, die sagen, das geht um, ach, geht der, aber ich hatte mal so einen Mann auf dem Kindergarten, im Kindergarten auf einem Vortrag, der gesagt, was? Zweijährige tragen? Oh, komm, so ein Typ, weißt du, so ein Einatmer. Zweijährige tragen, wo kommt man da hin? Habe ich ihn angeguckt und habe gesagt, wissen Sie, ich kann mir vorstellen, dass sich das komisch anfühlt. Und vielleicht hat ja auch der eine oder andere hier das selber gar nicht gekriegt. Und vielleicht probieren Sie es einfach mal aus, weil Sie werden ganz erstaunliche Feststellungen machen. Und Sie sind ja ein großer, starker Mann. Für Sie ist es doch überhaupt kein Problem. Und es macht die Erziehung einfach effektiver. Ja, na, wenn es effektiver ist, dann probiere ich es mal aus. Ne? Ach, gucken wir mal. Ne? Also, das heißt, du findest Empathie, eine Sprache für die Leute. Du musst ihnen mit Empathie begegnen. Du musst sagen, ich sehe deinen Schmerz. Die Haltung, mit der du solchen Leuten begegnen musst, ist, komm in meine Arme. Ich kann auf dem Elternabend keinen fremden Mann in den Arm nehmen, aber ich kann mit dieser Haltung da rangehen und sagen, ich sehe deinen Schmerz, ich verstehe es. Ich kann mir das vorstellen, dass man das so denken kann. Das ist auch in Ordnung. Das meine ich mit, nehmt die Schuld weg. Das ist okay. Vielleicht können Sie es an der oder der Stelle probieren. Sie werden selber was davon haben. Wenn ich nicht genug gekriegt habe als Kind, habe ich immer Angst, ich kriege nicht genug. Mhm. Deswegen bin ich ja so einatmen. So, ich brauche, gib mir was. Ne? Oder ich bin so ganz dünn und klein und gib mir, ich habe nichts gekriegt. Das heißt, wir geben diesen Menschen was und sagen, sie werden was davon haben. Es wird ihr Leben leichter machen. Probieren Sie es aus. Wenn es nicht klappt, kommen Sie wieder zu mir. Wir besprechen es nochmal. Mhm. Aber immer mit dieser Ja-Haltung. In meinen Kursen bringe ich den Leuten bei, mit einer Ja-Haltung an die Leute ranzugehen, weil sonst werden sie dir nicht zuhören, weil der Schmerz. Ja. Wenn man mich in dem Alter hat alleine weinen lassen, der Schmerz, der sitzt so tief in diesem Kopf drin, da komme ich ja als Erwachsener gar nicht mehr ran. Und deswegen, finde ich, muss man ganz viel Verständnis für diese Menschen haben, so schwer es fällt. Ganz viel Liebe und ihnen ganz viel Schuld nehmen und sagen, guck mal, wir probieren es einfach aus. Wenn es kacke ist, können wir es ja wieder ändern. Aber da passiert nichts, ich verspreche es dir. Komm an meine Hand, wir probieren es zusammen. Nicola, das tut jetzt echt weh, aber wir sind schon fast am Ende unserer Zeit und ich würde am liebsten mal noch 2, 3, 4 Stunden dranhängen, weil das, was du sagst, beeindruckt mich, es nimmt mich mit, es macht was mit mir und ich bin sehr glücklich, dass du all diese Dinge gesagt hast. Und jetzt an der Stelle würde ich dir nochmal die Möglichkeit geben, vielleicht so ein letztes Statement, so eine letzte Frage zu beantworten, die mich nochmal interessiert. Und zwar, ob es ein Thema gibt für dich, von dem du gerne hättest, dass es mehr in den Fokus der Öffentlichkeit kommt. Gibt es irgendein Thema, wo du sagst, so bitte lasst uns mehr darüber sprechen, das wird viel zu selten und viel zu wenig behandelt? Naja, also ich meine jetzt gerade nach der Corona oder in der Corona-Krise, denke ich, liegt es ganz klar auf dem Tisch. Diese ganze Wertschätzung der Gesellschaft rund um die Zeit für die Allerkleinsten liegt bei null. Es ist nur ein Kostenfaktor. Und ich habe das schon mal ausgerechnet und ich habe es auch schon oft veröffentlicht. Allein die Kosten des nicht der schlechten Stillberatung, die wir haben, sind für das Gesundheitssystem in den USA sind es 13 Milliarden im Jahr. Also wenn nach WHO-Empfehlung alle 6 Monate stillen könnten, alle, die es können, nicht die nicht wollen und nicht können, nur die es können, dann würden die USA 13 Milliarden US-Dollar pro Jahr an Gesundheitskosten einsparen. Und ich wünsche mir sehr, wenn ich zaubern könnte, dann würde dieses Verständnis
Weil anders sind die Leute ja nicht zu kriegen. Du kriegst ja Leute nur mit Geld. Aber geschenkt, wenn das die Tür ist, in die man rein kann, von mir aus, dann würden wir Zahlen darüber haben, was es uns kostet. Und wir würden sagen, stopp, das können wir uns nicht leisten. Mhm. Und dann würden wir diese Care-Arbeit, diese Kinderarbeit, diese Arbeit an den Kindern, die Zeit der Kinder, die Zeit der Mütter mit den Kindern nochmal ganz anders einschätzen. Ich finde, man muss Deutschland da ein bisschen in Schutz nehmen. Also ich meine, in anderen Ländern gibt es irgendwie 2 Wochen Mutterschaftsurlaub. Wir haben ein Jahr Elternzeit. Ja. Die Stillraten sind nach oben geschossen. Und wenn wir es schaffen würden, auf diesem Weg weiterzugehen, boah, ey, dann wären wir ein so seelisch, mental, aber auch ganz banal, ich bin ja Politikwissenschaftlerin, ne? Ganz banal, finanziell reiches Land, das wäre der Hammer. Und wenn wir dazu mal das kriegen würden, und ich glaube, es wird kommen, weil die Leute, die jetzt sozusagen oben in den Entscheideretagen sitzen, die sind alle schreien gelassen worden oder fast alle wahrscheinlich. Das sind viele Menschen, die selber nicht diese Bindung erfahren haben. Mhm. Und das ist ja die Arbeit vom Artgerecht-Projekt, dass wir sagen, wir wollen Menschen erschaffen, die diese Bindung erfahren haben, weil wenn Yunus hier, mein kleiner Mausbär, wenn der irgendwann mit 40 in der Politik oder in der Konzernetage sitzt, wird er mit seiner Bindungsfähigkeit ganz anders handeln, als die Leute es machen. Und deswegen habe ich große Hoffnung, es kann eigentlich nur besser werden. Das war ein wunderschönes Schlusswort und ich breche hier echt ungern ab. Aber an der Stelle erstmal herzlichen Dank an dich für deine Zeit, für deine Expertise, für deine wunderbaren Gedanken und für all das, was du uns heute mitgegeben hast. Ich danke dir dafür. Vielen Dank für deine Arbeit, Andreas. Und weiterhin alles Gute. Bleib dran. Mach's gut. Ciao, ciao.